Hey, hier ist René, ich begrüße dich noch ein letztes Mal zu dieser Reihe mit dem MT5, Expert Advisor, der mit verschiedenen Währungen arbeitet und da die Korrelation so ein bisschen versucht auszunutzen. Ich wollte in diesem Teil noch, wie versprochen, die On-Trade-Transaction bzw. die Problematik oder die Thematik mit Orders, Deals und Positionen ein bisschen erklären. Ein sehr wichtiges Thema für die MQL5-Programmierung, deswegen wollte ich es noch erklären. Ansonsten bin ich soweit mit dem EA durch, da werden wir jetzt nichts mehr groß machen. Habe jetzt die Teile nacheinander aufgenommen, reicht jetzt auch irgendwann, weil jeder Teil jetzt doch irgendwie 20, 30 Minuten lang geworden ist. Und wenn du den Aufwand zu schätzen weißt, drück auf jeden Fall jetzt schon mal auf Gefällt mir. Und wenn du interessiert bist, die Hintergründe zu erfahren und nicht nur diesen EA haben möchtest, dann bleib auf jeden Fall drin. Also bisher haben wir den EA geschrieben ohne die On-Trade-Transaction. Trotzdem haben wir schon erfahren, was Positionen sind, wie man die öffnen und schließen kann. Jetzt ist es so, um das Ganze mal ein bisschen in den Rahmen zu fassen, im MetaTrader 4 gab es ja Orders. Das heißt, du hast eine Order, eine Buy-Stop zum Beispiel gesetzt, die wurde ausgeführt, war aber in der Programmierung immer noch eine Order, nur halt eine offene Order. Und auch in der Order-Historie war es irgendwie immer noch eine Order. Das Ganze ist im MT5 anders. Im MT5 gibt es zum Beispiel solche schönen Sachen wie hier. Das ist eine Aktie, eine börsengehandelte Aktie im Endeffekt. Und da kann es bei Aktien und Futures zum Beispiel zu Teilausführungen kommen. Jetzt steht da der MT4 mit seinen Orders, die immer nur komplett gefüllt werden konnten und kann keine Teilausführungen machen. Das war ein Problem, was es jetzt im MT5 zu lösen gab. Und die Entwickler haben das gelöst über die Orders, Deals und Positionen Systematik im Endeffekt. Du kannst das Ganze auch, meine ich, Order irgendwo nachlesen. Da müsste ich eigentlich mal schauen. MQL5 Orders, Deals, Positions. Es gab einen extrem guten Artikel dazu im Forum. Könnte sein, dass ich den jetzt hier schon gefunden habe. Genau, der das super erklärt. Also gib einfach mal ein, falls du es dir nochmal in Ruhe durchlesen möchtest. Orders, Positionen und Abschlüsse. Oder lies es dir am besten auf Englisch durch, dann ist die Übersetzung nicht so schlecht. Da verstehst du auf jeden Fall alles. Den habe ich mir auch durchgelesen. Ich versuche es jetzt mal hieran zu erklären. Also hier siehst du zum Beispiel die ganzen Sachen. Beziehungsweise ich erkläre es erstmal einmal im MT5 nochmal anhand von dem Terminal. Hier haben wir zum Beispiel zwei offene Positionen. Positionen sind immer die offenen Market-Positionen sozusagen. Das heißt, die ausgeführten Orders sind Positionen im MT5. Und sie sind nur Positionen, solange sie offen sind. Das heißt, wenn diese Position jetzt geschlossen wird, dann gibt es die Position einfach nicht mehr. Sie läuft nicht irgendwie in die Kontohistorie oder so, sondern sie ist einfach weg. Sie ist nur für die Zeit eine Position, wo sie offen ist. Anders sieht es aus mit Orders. Ich kann jetzt hier zum Beispiel eine Order setzen, eine Sell-Limit-Order. Das ist jetzt hier eine offene Order. Also es ist keine Position, sondern es würde jetzt hier auch als Order geführt werden und du müsstest es als Order selektieren. Diese Order findest du jetzt, Moment, ich gehe mal hier auf die Kontohistorie, findest du jetzt auch hier in der Historie, beziehungsweise wenn ich die jetzt 344, wenn ich die jetzt schließe, dann sollte sie hier in die Order-Historie gehen. Ich mache mal gerade hier nochmal Zeitraum anpassen, dass wir nur heute haben. So, genau, die 433 am Ende siehst du jetzt hier, 344 am Ende, siehst du jetzt hier noch nicht in der Historie. Jetzt kann ich diese Order aber beenden und jetzt läuft sie hier auch in die Kontohistorie, weil jetzt ist die Order nicht mehr aktiv sozusagen. Das gleiche passiert übrigens auch, wenn die Order ausgeführt wird. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Order setzen. Das ist jetzt die Sell Limit Order mit 351 am Ende. Ups, ich würde die gerne verschieben, dass sie gleich ausgeführt wird. Genau. So, wenn die ausgeführt wird, dann sehen wir jetzt hier auch die 351 ist jetzt in dem Moment, wo sie ausgeführt wird, in die Historie gelaufen. Für diese Order bekommen wir jetzt allerdings die Sell-Position. Die hat jetzt hier gerade das gleiche Ticket wie die Order. Soweit ich weiß, muss das aber nicht immer so sein. Das heißt, es könnte jetzt auch sein, dass du zum Beispiel eine Teilausführung hast und dann das Ticket von der Position anderes ist als von der Order. Müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, ob die Tickets da immer gleich sind. Was aber hierbei wichtig ist, wenn eine Order ausgeführt wird, dann ist die Order komplett weg.
Die befindet sich dann in der Kontohistorie. Allerdings bekommst du eine Position. Die hat jetzt hier auch die 351. Du siehst jetzt hier aber zum Beispiel, Positionen werden mittlerweile auch in der Historie aufgeführt. Das ist, glaube ich, neu. Ich schließe mal. Guck mal, ob das in die Historie geht. Okay, geht auch in die Historie. Das war beim letzten Mal noch nicht so, wo ich mit dem MetaTrader 5 programmiert habe. Dann schauen wir mal hier, ob wir jetzt Position... Dann könnten wir wahrscheinlich die Position sogar in der Historie noch selektieren. Dann gab es da auch einen Unterschied. Ist aber auch erstmal irrelevant. Also, das läuft dann in die Kontohistorie scheinbar jetzt auch rein, die Position. Jetzt kommen wir noch zum dritten. Es gibt noch Deals. Deals sind immer... Also ein Einstieg in der Position und ein Ausstieg in der Position ist ein Deal. Zum Beispiel, Zeitraum anpassen, heute, okay, es ist jetzt auch dieser Zeitraum. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese Position, also wir können mal hier, Auftragsnummer müsste das dann sein. Okay, genau, hier bekommen die Deals immer eine eigene Auftragsnummer. Aber jeder Einstieg und Ausstieg ist ein Deal. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal schauen, Kontohistoria, Deals, Zeit nach unten sortiert. Ich kann jetzt hier eine Position eröffnen, Einklickhandel, so eine Kaufposition. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi einen neuen Deal bekommen, auch in der Kontohistoria. Beziehungsweise ist es gerade andersrum sortiert. Genau, das ist jetzt dieser Trade hier. Ich habe 11 Lots gekauft. Das ist ein Deal. Hat eine eigene ID quasi. Eine Trade-ID. Und eine eigene Auftrags-ID. Wenn ich den Deal jetzt wieder schließe, dann fällt er ebenfalls hier in die Historie. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei unterschiedliche Deals in der Historie. Und genau, die stehen jetzt hier beide separat drin. Spalten, Kommentar. Und die werden jetzt hier auch beide aufgeführt mit einer Kommission. Das heißt, ich zahle jetzt hier quasi beim Kauf und beim Verkauf jeweils eine Kommission. Und müsste das jetzt auch so, wenn ich die Kommission von dem gesamten Trade haben möchte, dann müsste ich sozusagen auch beide Deals überprüfen auf die Kommission. Ein bisschen anders ist das zum Beispiel hier bei den Orders. Wenn ich da die Spalten anzeigen lasse, dann sehe ich hier überhaupt keine Kommission. Weil die Order hat nichts mit der Kommission zu tun. Auch bei den Positionen, habe ich dann wieder eine Kommission. Wie gesagt, das kannte ich jetzt beim letzten Mal noch nicht. Das müsste MetaTrader, soweit ich weiß, erst vor Kürze dann eingeführt haben, dass man hier die Position sieht. Wenn man das vernünftig selektieren kann, macht das auch vieles einfacher. Ich hoffe, dass ich es trotzdem ein bisschen erklären konnte mit Deals, Positionen und Orders. Also Orders sind immer so lange Orders, wie die Position oder die Order nicht ausgeführt wurde. Ist auch eigentlich logisch. Dann wird es eine Position, solange sie offen ist. Und jeder Kauf oder jede Ausführung von einer Order, jeder Kauf, jeder Verkauf ist zusätzlich noch ein Deal, der aber niemals hier bei Handel auftaucht, sondern immer direkt in die Kontohistorie geht. Also so ist so ein bisschen das Konstrukt zwischen Deals, Orders und Positionen. In dieser On-Trade-Transaction, da ist es jetzt nochmal spannend, weil hier Transaction... Das ist eine Funktion, die man extrem vermisst hat beim MT4, weil diese On-Trade-Transaction ist eine Funktion, die immer getriggert wird, wenn irgendwas passiert. Das heißt, wenn zum Beispiel so eine Position hier eröffnet oder geschlossen wird, beziehungsweise hier, und genau, jetzt kann ich hier zum Beispiel eine Position eröffnen, und man sieht hier, dass verschiedene Trade-Transactions getriggert werden sozusagen. Jede Trade-Transaction hat quasi ein eigenes Event. Das heißt, wenn die Order gesetzt wird, wird die Trade-Transaction hier getriggert. Wenn die Order ausgeführt wird, wird es getriggert. Ich glaube auch, wenn die Position eingebucht wird. Man kann sich das Ganze durchlesen, indem man hier eine Funktion gibt es dafür, die auch hier, oder drei Funktionen, die man hier am besten einfach mal rauskopiert, indem man einfach mal schaut bei Trade-Transaction. Wenn man in die Dokumentation geht bei MQL Trade Transaction, kann man unten die Erklärung quasi zum Printen, die Funktionen sich ausgeben lassen. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel Trade Result Description ausdrucken lassen. Und genau, wenn ich das mache, dann wird die Result Description ausgedruckt. Trade, es gibt hier
Transaction Description, Transaction Description, Transaction. Da muss ich dann natürlich die, die Struktur hier von der MQL Trade Transaction mit auf den Weg geben. Ich meine, es ist eine Struktur. Und als letztes können wir auch Trans, was haben wir denn noch? Request und die Request Description können wir auch noch ausdrucken. Wenn wir das machen, dann können wir hier wieder reingehen und sehen dann hier, wenn wir jetzt eine Trade Transaction machen, also wenn wir irgendwas öffnen oder schließen, sehen wir, was alles passiert. Nicht erschrecken, das ist eine ganze Menge. Und zwar, das hier sind quasi jetzt alle Textausgaben oder alle Infos, die wir bekommen, nur weil wir eine Position geschlossen haben. Man müsste hier jetzt nochmal drüber schreiben, welche Struktur da jetzt gerade ausgegeben wird. Aber die werden jetzt hier alle untereinander gelistet. Man sieht jetzt, hier sind wirklich alle Informationen zu. Man sieht das Order Ticket, Order Type und so weiter und so fort. Und da kann man jetzt seine EAs auch relativ effektiv mitgestalten, weil man jetzt zum Beispiel auch gucken kann, ob die Magic-Nummer zum Beispiel zu dem eigenen EA passt und so. Und man muss jetzt zum Beispiel, kann man jetzt einfach direkt auf das Schließen von einer Position reagieren und müsste jetzt nicht mehr in der Schleife in der On-Tick zum Beispiel prüfen, ob die Position offen ist oder geschlossen wurde. Genau, das heißt, da kann man relativ viel machen. Ich merke gerade, es ist extrem schwer, das zu erklären. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn du einfach wirklich mal die Sachen dir ausgeben lässt, so habe ich es auch gemacht, starte vielleicht damit, dass du dir nur eins ausgeben lässt und schaust dir dann an, was für Infos du alle kriegst aus dem Request, aus dem Result und aus der Trans-Struktur. Und wenn du das dann nachliest, dann wirst du auch sehen, wie du damit arbeiten kannst. Wie gesagt, das ist einer der ganz großen Unterschiede zwischen MQL 4 und MQL 5. Das schaust du dir am besten mal an, wenn du vielleicht auch ein bisschen Erfahrung schon hast mit den Programmierungen von einfachen Expert-Advisern. Genau, ansonsten, ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Lies dir auf jeden Fall auch diesen Artikel durch. Google dazu einfach mal nach Orders, Positionen und Abschlüssen im MetaTrader oder Orders, Deals und Positions im MetaTrader 5. Lies dir am besten auch in Englisch durch, weil die Übersetzung ist halt, wie gesagt, nicht immer so perfekt. Und genau, dann verstehst du das auch. Und zu guter Letzt schau dir dann die On-Trade-Transaction an. Genau. Ansonsten soll es das jetzt hier gewesen sein für dieses Video. Ein bisschen außerhalb der Reihe im Endeffekt. Und ich weiß noch nicht, ob ich alles gut erklären konnte. Vielleicht konnte es ein bisschen helfen. Ich werde es, glaube ich, trotzdem hochladen, das Video. Und ansonsten schaust du dir einfach nochmal selber an. Und ja, das Programm kannst du natürlich ansonsten in der Form auch definitiv so nutzen. Ja, verstehst hoffentlich alles, was ich in den ersten 6 Teilen zumindest erklärt habe. Das im 7. Teil war vielleicht ein bisschen kompliziert. Und kannst das gut nachvollziehen. Falls du Interesse hast, die Programmierung wirklich ausführlich zu lernen, schau dir auf jeden Fall die MT4 Masterclass auf der Webseite an. Da wird erstmal alles für den MT4 erklärt. Allerdings ist das die perfekte Basis, um mit dem MT5 einzusteigen, weil es, wie gesagt, mittlerweile sich auch immer mehr annähert quasi von den Programmiersprachen. Ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, dass ich erst mit MQL 4 gestartet habe und dann auf MQL 5 quasi erweitert habe. MQL 4 bietet auch sicherlich nochmal einen leichteren, seichteren Einstieg in die Programmierung. Und ja, ansonsten viel Spaß mit dem Test, mit dem EA. Mach natürlich auch eigene Anpassungen oder versuch mal eigene Symbole einzugeben und spiele einfach ein bisschen mit rum, dann siehst du, wie das Ganze zusammenhängt in der Programmierung, wie das funktioniert. Ich hoffe, dass die Reihe dir gefallen hat. Wenn dem so ist, dann schreib gerne einen Kommentar dazu. Schreib vielleicht auch Fragen oder in anderen Videos, wenn du noch Fragen hast zu einzelnen Punkten. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du es auch anderen Leuten zeigst, die vielleicht mit der MQL 4 und 5 Programmierung einsteigen wollen. Ich bin dann raus und sage bis zum nächsten Video. Dann ciao.